Hallo, meine lieben Ananäschen und willkommen bei einem Sweet Amores Sommer-Event. Ich habe es gerade erst gesehen, muss ich ehrlich zugeben. Ich meine, heute ist Mittwoch. Mittwochs ist eigentlich immer so Sweet Amores-Tag, aber wie gesagt, erst jetzt gesehen. Und Tantchen hat ein bisschen was für uns vorbereitet, würde ich vermuten. Mein Liebes, über den ganzen Sommer hinweg findet im Park ein Fest statt. Ich habe mich ein bisschen umgeschaut und die Stände sehen einfach toll aus. Ich wäre gern mit dir dahin gegangen, aber wahrscheinlich hast du schon jemanden gefunden, der dich begleitet, oder? Vielleicht sehen wir uns an einem der Stände. Ich habe vor, alle auszuprobieren. Okay, schauen wir uns das Event einfach mal an. Kann ja nur interessant werden. Halleluja. Okay, da gibt es offenbar ein paar Sachen, die man tun kann. Ich versuche mal eben das Bild ordentlich zu kriegen. So. Also es gibt insgesamt fünf Sachen hier. Wanage, Bonodori-Tanz, Koi-Fischen, Ikebana und Origami. Bevor es ans Eingemachte geht und du anfängst, Punkte zu sammeln, kannst du bei jedem Minispiel zweimal üben. Oh, das ist nett. Das finde ich gut. Schauen wir uns mal an, was es als Gewinn gibt. Oh, okay. Offenbar. Oh mein Gott! Kitsune! Müssen wir uns gleich angucken, unbedingt am Ende. Also, Hanami, Japan Lover und Natsu. Schauen wir uns auf jeden Fall auch an. Ich sage mal Spoiler Alert am Ende. Die sehen auf jeden Fall jetzt schon mal sehr geil aus. Der Kimono ist für mich sehr vielversprechend. Und es gibt. Oh, das finde ich gut. Das ist richtig cool. Wir kriegen für jeden Charakter ein Bild plus nochmal ein Gesamtbild. Und diesmal erkennt man sogar nicht wirklich gut, wie die Bilder im Endeffekt aussehen. Das finde ich gut. Das finde ich wirklich richtig gut. Schalte alle Spezialszenen frei, um die Bilder des Festes zu gewinnen. Okay. Darf ich immer noch üben, bitte? Ich würde sehr, sehr gerne üben. Was ist der VIP-Punktestand? Okay. Man braucht für Castiel, Piachon, Rayen und Nathaniel jeweils 500 Punkte, schätze ich mal, um zu diesem ersten Päckchen hier zu kommen. Wie gesagt, wir dürfen jedes Minispiel zweimal üben. Ich bin sehr gespannt darauf. Ich weiß nicht. Vielleicht fangen wir mal hier unten an. Origami. Bei Origami ist Beobachtung das Zauberwort. Eine Fähigkeit, die Pia besonders liegt. Die Modelle werden vorgegeben und du musst nur noch die richtigen Schatten finden. Achtung! Wenn deine Augen dir einen Streich spielen und du den falschen Schatten auswählst, wird dir ein Punkt abgezogen. Ui. Okay. Das heißt, lieber mehr Zeit lassen. Gehe ich mal von aus. Das Event, habe ich eben gelesen, soll bis zum Ende des Sommers gehen. Ich weiß allerdings nicht genau, was das bedeutet. Das müssten wir uns dann nochmal gleich anschauen in dem Forumsbeitrag. Ja, aber üben wir das doch mal. Okay, das ist dieser hier. Ich bin da so schlecht drin, Leute. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Eine Krabbe. Eine Krabbe. Eine Krabbe. Die Krabbe? Ja! Ein Vögelchen. Vögelchen mit Füßen. Vögelchen mit Füßen. Das hier, oder? Ja. Okay, ein Schmetterling mit Doppelspitze unten. Das heißt, einer von der. Ich versuche auf Details zu achten. Kamel mit einem Höcker. Nee, das hier. Das hat so einen schrägeren Hals. Noch 4 Sekunden. Einhorn. Das da? Oh nein, jetzt habe ich einen Punkt ver. Oh nein. Okay. Das war nur eine Übung. 30 Punkte. Punktestand 12 oder mehr. 12 oder mehr?
Sorry, ich sitze hier gerade so ein bisschen mit offenem Mund. Was zur Hölle? Wie soll man denn dabei 12 Punkte erreichen? Ich habe gerade, ohne Blödsinn zu reden, mit Ach und Krach hätte ich vielleicht 6 bekommen oder so. Das heißt, ich würde bei 50 Punkten landen. Wer schafft das denn bitte, da 12 Punkte zu bekommen? Du hast eine 30-prozentige Chance, das Ding auszuwählen. Okay, Übung macht den Meister, gehe ich von aus. Wir machen das jetzt direkt ein zweites Mal. Halleluja. Okay. Ich versuche jetzt besonders schnell zu sein. Ob das gut ist, weiß ich allerdings noch nicht. Wenn das allerdings immer dieselbe Figur ist. Und das ist immer derselbe Schatten dazu, dann ist das natürlich praktisch. Oh nein. Der hat nur einen Schnabel. Was ist der Unterschied zwischen den beiden? Zwei Flügel. Wie lange hat man denn dafür Zeit, Mensch? Ist das das hier? Nein. Nein, das. 30 Sekunden oder so? Was ist denn das? Das hier? Ne. Ja, 5. Leute, kann doch nicht sein. Okay. Ich glaube, das ist aber wirklich Übung macht den Meister. Also wenn man da wirklich drauf achtet, dann sollte das in Ordnung sein. Schauen wir uns mal das hier oben an. Bonodori-Tanz. Mir tut's auf jeden Fall wieder leid, wenn ich hier irgendwelche Sachen falsch ausspreche. Ich habe so einen leichten Japan-Flair in mir drin. Also ich mag grundsätzlich Japan und japanische Dinge, wie sich das anhört, sehr gerne. Aber kann natürlich sein, dass ich hier irgendwas falsch ausspreche. Okay, der Tanz. Oh nein, nicht der Tanz. Sagt mir jetzt bitte nicht, dass das so ist wie das letzte oder das vorletzte Sommer-Event. Das vorletzte Sommer-Event. Oh nee, bitte nicht. In diesem Minispiel zeigen Nathaniel und du euer Können bei einem traditionellen Tanz. Klicke auf die vorgegebene Stelle und folge dann dem Kreis. Ja. Oh, das war so schnell, Leute. Spur auf dem Bildschirm nachweis. Lass dich von der Musik leiten, um den richtigen Rhythmus zu finden. Leute, ich habe keine Stöpsel in den Ohren. Ich muss mal eben meine Stöpsel anschließen. Oh nee. Die das Event, ich glaube, wie gesagt, dass es 2018 war, bei mir gesehen haben, die wissen genau, wie sehr ich es gehasst habe. Oh, wieso ist mein PC so weit unten? Und wieso liegt da was, wo ich hin muss? Hilfe. Okay, hat das jetzt was gebracht? Links, rechts? Keine Ahnung, ich werde sehen. Ja, ich höre es. Ich weiß jetzt schon, dass das nichts wird. Woher soll man denn wissen, wo das Ding endet? Das ist eine Katastrophe, Leute. Was? Du schlägst dich gut noch ein kleines bisschen und erreichst die höchste Punktzahl. Hä? Heißt das, ich muss nur einmal diesen Smiley kriegen und kriege dann 80 Punkte oder was? Das ist eine Katastrophe, Leute, wirklich. Ich hoffe, ihr hört die Musik. Ich weiß doch gar nicht, wann ich loslassen soll. Ich lasse gar nicht los, ich ziehe es einfach bis dahin und dann ist gut. Hey, da war was Gutes bei. Nein! Ich hab's nicht richtig gepackt bekommen. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, ob ihr die Musik gehört habt. Ich weiß nämlich nicht, ob das hier funktioniert.
Mir geht's gut, grundsätzlich, also alles gut. Okay, das war beides eine Katastrophe. Was ist das denn hier, Keufischen? In diesem Minispiel testet Chion deine Gewandtheit. Mit Hilfe von Keschern musst du so viele Fische fangen wie möglich. Dafür musst du gut hinsehen. Wenn ein Fisch unter einen deiner Kescher schwimmt, klicke auf den Kescher, um ihn zu fangen. Keine Angst, es sind ja keine echten Fische. Okay. Stelle ich mir tatsächlich auf dem Handy einfacher vor. Ich bin ja am PC. Hä? Ich sehe die doch gar nicht. Wo ist denn hier einer? Kriegt man Minuspunkte dafür, wenn man drückt und da gar nichts drunter ist? Gott, bin ich schlecht. Was bitte? Ich habe 13 Fische bekommen. 41 oder mehr. Okay, ich muss mich besser konzentrieren. Das war halt auch einfach dumm. Hatte ich gerade was vom Konzentrieren gesagt? Ich bin halt zu blöd, mich auf mehrere Kescher zu konzentrieren, ne? Das ist das Problem. Das wird nie was. Jetzt habe ich wieder nur 13 gehabt. Bitte sagt mir, dass man das alle 2 Stunden spielen kann. Okay, was ist Ikebana? In diesem Minispiel wird dein Gedächtnis auf die Probe gestellt. Du hast ein paar Sekunden Zeit, um dir das vorgegebene Blumenarrangement zu merken und es dann in der vorgegebenen Zeit nachzustecken. Klicke auf die verschiedenen Elemente, um sie auszuwählen und klicke dann auf Bestätigen, um zum nächsten Arrangement zu gelangen. Rayon schlägt sich in diesem Spiel übrigens recht gut. Jetzt bist du an der Reihe, dein Können zu zeigen. Okay, warte mal. Ich mach mal eben meinen zweiten Bildschirm an. Dann ziehe ich mir meine Anzeige erweitern. Beiwollen. So. Dann ziehe ich mir das Fenster nämlich darüber. Dann sehe ich, ob ihr die Musik hört, weil ich weiß irgendwie nicht. Irgendwie ist das komisch hier. Naja. Okay. Also, im Endeffekt ist das so wie bei den Lebkuchenmännchen, ja? Und bei den Hühnern. Dass man sich die Klamotten merken muss. Alles klar. Baumwolle, Lotus und Bambus. Lotus, Bambus, Baumwolle. Was? Lotus, Blätter, Bambus. Will mich verarschen? Lotus, Gelb. Das habe ich mir jetzt nicht gemerkt. Äste, Gelb, Rose. Ast, Blätter, Blau. Nein, nein. Rose, Gelb, Bambus. Rose, Gelb, Bambus. Bambus, Baumwolle. Hä, wieso waren das am Anfang alles falsch? Lotus, Blätter, Bambus. Blau, Blätter, Bambus. 11. Ich war bei 5. Okay, ich weiß nicht, ich weiß ehrlicherweise wirklich nicht, was ich am Anfang falsch gemacht habe. Wir machen das jetzt einfach nochmal. Ihr hört die Musik offenbar. Lotus, Ast. Orchidee, Blätter, Äste. Orchidee, Bambusäste. Orchidee, Gelb, Bambus.
Rose, Gelb, Bambus. Blau, Gelb, Bambus. Orchidee, Gelb, Bambus. Lotusblätter, Bambus. Orchidee, Gelb, Eukalyptus. Lotusblätter, Ast. Orchidee, Blätter, Äste. Ah. Okay, das nächste kriege ich nicht mehr hin. Lotus, Baumwolle, Ast. Nee. Wie viele hatte ich? 11. Okay. Okay, das ist das erste, wo ich sage, das ist machbar. Darf ich die anderen bitte nochmal ausprobieren? Okay, was ist das hier? Vanage. In diesem Minispiel sind Geschick und Ausdauer gefragt. Das Prinzip ist einfach. Wirf die Ringe auf einen der Zielstäbe vor dir. Schätze die Weite und Richtung deines Wurfes richtig ein, um die höchste Punktzahl zu erreichen, um Castiel zu schlagen. Das ist das richtige Spiel für Castiel. Okay. Ja, schauen wir mal. Ah, auch nur 30 Sekunden. Okay, das war zu weit. Okay. Habe ich gerade einen Punkt gemacht, Leute. Was ist das? 5? Ja, okay. Wenn man tatsächlich nur einmal treffen muss, um Punkte zu bekommen, ist das, denke ich, okay. Okay, das war viel zu wenig. Das war gut. Ich brauche aber auch sehr lange, um zu laden. Okay, ist machbar, ist machbar. Wenn man sich ungefähr merkt, wo man es hinpackt, dann ist es okay. Das hast du gut gemacht, jetzt geht's ins Eingemachte. Ja, kannst du mir bitte sagen, wie viele Punkte ich jetzt hier bekommen habe? Wie blöd ist das denn? Du kannst den Schwarm wechseln und dein neues Minispiel per Zufallsverfahren spielen. Ich will nicht mit Rayan anfangen. Wieso? Guck mal, da drüben ist ein Stand für den Ikebaner Schnupperkurs. Das ist eine japanische Blumensteckkunst. Was ist der VIP-Punktestand? Mein Liebes, eine kleine Hilfestellung gefällig, um ein paar Punkte am Stand die Ikebaner zu gewinnen. Wenn du willst, spiele ich für 50 HP für dich. Als Gegenleistung erhältst du 80 Punkte. Versprochen. Außerdem kannst du ein anderes Minispiel spielen, ohne warten zu müssen. Okay, nee, möchte ich nicht. Ich möchte das auch nicht. Ich möchte zurück zum Event. Okay, das war das Spiel, wo ich eigentlich relativ gut mit dabei war am Ende. Was heißt ein anderes Minispiel spielen? Okay, 30 AP muss man... alles klar. Nein, wir spielen jetzt Ikebana. Okay. Orchidee, Baumwolle... Rose, Blätter, Bambus. Rose, Blätter, Bambus. Hä? Lotusblätter, Bambus. Ist das überhaupt Lotus? Orchidee, Gelb, Gestrüpp. Rose, Blätter. Ich sollte es wieder sagen. Rose, Gelb.
Geht immer auf eins von den Dingern, was da ist. Also Bambus, Blätterblau. Blätterrose. Blätterrose. Nein, 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 weg damit. Okay, das Gestrüpp. Baumwolle. Ich hab's nicht richtig gesehen, es war, glaube ich, das. Na, fuck. Okay. Hey, aber es sind 80 Punkte. Alles gut. Aber ich will gerne wissen, wie viel man für das andere braucht. Dank deines Punktestandes erhältst du die maximale Anzahl von 80 Punkten. Es gibt eine Schlange vor den verschiedenen Ständen. 3 Stunden warten? Halleluja. Okay. Das heißt, man kann alle 3 Stunden maximal 80 Punkte machen. Okay, Leute. Gucken wir uns jetzt mehr oder weniger Spoiler-Alarm. Ach so, 19 Tage. 20 Tage. Wie viel schaffe ich es da zu spielen? Wenn das hier 500 Punkte sind, dann könnten das 1000 und das 1500 sein, ne? Um 500 Punkte zu erreichen, muss man 5, 6, ja, sagen wir mal, um die 7 Spiele gewinnen. 7 mal 3 sind 21, das heißt ein Tag. Wenn man regelmäßig dran ist. Das heißt, man bräuchte einen Tag, um bei einem Charakter das erste Ziel zu erreichen. Das heißt, das sind 5 Tage, dann werden das und das auch nochmal 5 Tage sein. Und dafür muss man immer 80 Punkte erreichen. Das heißt, 15 Tage, okay. Man hat 5 Tage gut. Boah, das ist aber heftig. Oder bin ich jetzt einfach nur schlecht? Also ich habe ja jetzt das Maximum erreicht, ne? Also ich meine schlecht im Rechnen. Okay, wie gesagt, jetzt Spoiler Alert. Wir schauen uns jetzt mal die Outfits an. Auf diesem Fest wirst du 5 verschiedene Stände ausprobieren können. Übrigens, jeder deiner Schwärme scheint den Stand, der ihm entspricht, bereits gefunden zu haben. Spiele jeden Tag mehrere Minispiele, um möglichst viele Punkte für deine verschiedenen Ladebalken zu sammeln. Jedes Mal, wenn du einen Messwert erreichst, wird dir ein exklusives Item geschenkt. Okay, gehen wir mal drauf. Oh mein Gott, ist dieser Kimono hübsch. Ich weiß leider nicht, wie die hier heißen. Die Outfits sind mega geil. Ich freue mich so auf die Haare, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Dieses Outfit ist so wunderschön. Ich bin richtig begeistert von den Outfits gerade. Richtig begeistert. Das hier kann man auch gut für Horror nutzen. Nur so am Rande. Okay. Hast du das japanische Fest in der Stadt schon besucht? Ich habe alle Stände ausprobiert. Ziemlich stolz auf dich. Kann dir bestimmt helfen. Wenn heute nicht dein Tag ist, du ein anderes Minispiel spielen möchtest oder die Höchstpunktzahl bei einem Minispiel erreichen möchtest, kannst du dies für ein paar AP tun. Ja, okay, klar, aber... ne? Sobald dein Ladebalken voll ist, erhältst du ein exklusives Bild mit dem entsprechenden Schwarm. Wenn alle deine Ladebalken voll sind, erhältst du zum Abschluss des Fests ein letztes Geschenk. Das wird dann die Illustration sein, denke ich mal. Das kleine Extra. Zu deiner ersten Aufladung wird dir das Outfit Kitsune Ghost geschenkt, um dich auf das Fest einzustimmen. Oh, ich bin gespannt, ich bin gespannt, ich bin gespannt. Ich mach's auf. Wie geil. Wie geil. Ich muss dieses Outfit haben, Leute. Das ist das geilste Extra-Outfit, was es bisher gegeben hat. Ungelogen. Guckt euch dieses Outfit an. Wie hammergeil ist das bitte? Ich werde mir alle Farbvarianten kaufen. Alle. Alle. Wie viel Geld habe ich überhaupt hier oben? Das ist Hammer. Ich liebe das Outfit. 1100. Das könnte ein bisschen wenig werden. Dann werde ich mir wohl Gold holen. Aber guckt es euch an, bitte. Seht es euch an. Hammer. Und mit diesem Wort zum Sonntag werde ich euch dann auch verlassen. Ich bin mal gespannt, ob die
ob die Minispiele jetzt durchwechseln oder ob man jetzt bei Ryan bleiben muss. Aber wahrscheinlich nicht, ne? Es wird durchgewechselt. Voll süß, die Animation. Aber seht ihr leider nicht. Nein, seht ihr wahrscheinlich selbst. Okay, damit wäre ich erstmal durch. Ich habe euch ja alle Minispiele gezeigt. Ich denke, ich werde so zwischendrin mal Videos machen. Wenn ich so weit bin, dass ich hier ein Ding erreiche, dass man sich Outfit-Teile aussuchen kann. Ansonsten macht es keinen Sinn. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß und vor allen Dingen viel Erfolg bei diesen Minispielen. Ich glaube, einige sind auf dem Handy wirklich einfacher. Aber ja, müsst ihr selbst gucken. Ich fand es tatsächlich ziemlich schwer bei Ikebana die einzelnen Sachen auszuwählen, weil ich dicke Finger habe. Also ich habe eigentlich keine dicken Finger, aber ihr wisst schon, was ich meine. Jo, damit wäre ich dann durch und ich würde sagen, wie geplant, zeige ich euch dann mal ein paar Zwischenstände zwischendurch. Viel Erfolg euch. Ciao, ciao, meine Lieben.